Moin, Niki aus der Heide. Wir amüsieren uns weiter. Hier habe ich noch einen Schatz geborgen aus meiner Kiste der kabarettistischen Schreibübungen. Nichts zu holen. Hier ist nichts zu holen. Ich sagte es Ihnen ja bereits, jammerte Käthe mit einem mittlerweile unüberhörbaren Quaken in der Stimme. Ich sehe schon, sagte Ede, der Einbrecher angepestet und schaute sich in dem fast leeren und äußerst schmucklosen Zimmer um. Fassungslos. Tja, machte Käthe resignierend und Ede sagte mindestens genauso resigniert, scheiße auch. Nicht mal das, frohlockte Käthe mit einem Gesicht wie einer, der die große Bombe unterm Arm spazieren trägt. Wenn ich Ihnen jetzt erzählen würde, wie lange ich schon nicht mehr, ja, patzte Ede total genervt und knipste die Taschenlampe endlich aus. Wieso ist es in dieser Borkenbude eigentlich so dermaßen dunkel? Ich dachte, das wäre Kinder zu Hause. Warum sollte ich das nicht vorhandene Interieur beleuchten wollen, quengelte Käthe. Es ist ja nichts mehr da, was man angucken könnte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, stöhnte Ede. So eine peinliche Pleite. Allerdings, sagte Käthe unüberhörbar zufrieden. Sie sind jetzt schon der Dritte diesen Monat, der hier einzubrechen versucht. Oh Gott, 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 stöhnte Ede noch matter. Ich muss sitzen. Bitte, sagte Käthe und deutete in großer Pose auf so ziemlich das einzige Einrichtungsmöbel im Zimmer. Eine ältliche, aber hübsch erhaltene Sitzgruppe im Biedermeier-Imitat. Ede ließ sich knirschend in das zierliche Möbel fallen und sah, wenn überhaupt noch möglich, noch deplatzierter aus als sowieso schon. Nehmen Sie ruhig Platz, sagte Käthe und rieb sich die Hände. Es ist das Einzige, was Sie hier überhaupt noch nehmen könnten. Wieso verdammt nochmal ist hier nix? Fragte Ede leicht belämmert und starrte auf die kahlen Wände. Wozu? Konterte Käthe lapidar. Wird ja sowieso bloß wieder alles geklaut. Ich verstehe das nicht, stammelte Ede. Wieso denn? Was weiß denn ich? Stöhnte Käthe und rang in komischer Verzweiflung die Hände. Das letzte Mal haben Sie sogar die Butterkekse mitgenommen. Und die Packung war schon offen, falls Sie verstehen, was ich meine. Da fehlt denn sogar schon 3 Stück. Ach, man steckt nicht drin, schloss sie dramatisch. Unfassbar, nuschelte Ede und kratzte sich ausgiebig am Kopf, den er dabei ebenso ausgiebig schüttelte. Das können Sie sich meinetwegen grapschen, sagte Käthe und deutete auf das weiße Spitzendeckchen auf dem flachen Couchtisch, damit Sie nicht so ganz mit leeren Händen gehen müssen. Ede glotzte ungläubig auf das Oma-Häckeldeckchen. Käthe, die seinen Blick missdeutete, sagte beschämt, also nicht, dass Sie jetzt glauben, ich hätte das jetzt irgendwie selbst geklöppelt oder so. Nein, nein, das ist meines Wissens vom Hertie. Aber es ist auch schon ein Kaffeefleck drauf da. Sie deutete bedauernd auf die eine Ecke. Das hat ein Kollege neulich von Ihnen gemacht. Dem haben die Hände so dermaßen gezittert. Ach, das war im Juli. Da hatte ich die Kaffeemaschine noch. Ja, aber die ist ja nun auch schon lange weg. Ede meinte mit einem leisen Ton des Bedauerns in ihrer quengeligen Stimme wahrzunehmen. Wieder deutete sie auf das Deckchen. Schlagen Sie zu, junger Mann, keine Hemmung. Wie gesagt, der Fleck ist Kaffee. Vielleicht fällt Ihnen dazu ja noch was ein, wie Sie den rauskriegen. Als ich die Waschmaschine noch hatte, ist bei 60 Grad leider nicht raus. Ich wollte es immer mal mit heißem Salzwasser probieren, aber das ging letzte Woche mit den Keksen und der letzten Palme raus. Ja. Ede hatte sein Gesicht mittlerweile in den Händen vergraben und bekam langsam Angst um seine Nerven. Er fühlte sich plötzlich unheimlich mies und fragte scheu mit letzter Kraft, sagen Sie mal, Frau, könnte ich bitte vielleicht mal ein Glas Wasser bekommen? Käthe schlug dramatisch die Hände zusammen. Ach je, leider nein. Die Gläser gingen zusammen mit der Kaffeemaschine raus. Seitdem ist bei mir schlecht mit der Bewertung. Tut mir leid, aber Ihre Kollegen können scheinbar alles brauchen. Verstehe, sagte Ede und verstand überhaupt nichts mehr. Nach einer Weile, in der nur noch das überlaute Ticken der großen Uhr hoch über der Sitzgruppe zu hören war, sagte Ede deutlich kraftlos: Und die da geht auch noch falsch. Es ist erst 9:55. Käthe wiegte resigniert mit dem Kopf. Ja, das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum die überhaupt noch nicht geklaut wurde. Aber die frischen Batterien gingen Freitag raus, zusammen mit der Palme und den Keksen. Aber immerhin geht sie ja zweimal am Tag richtig, sagte sie optimistisch, gell? Sie tätschelte fürsorglich seinen Arm und hatte sich mittlerweile dicht neben ihn auf das Sofa gequetscht.
Ja, nur dass sie leider ja nicht mal wissen, wann genau das immer ist, bemerkte Ede feindselig und komplett frustriert. Haben Sie eine Ahnung, warum Sie so oft besucht werden? Fragte Ede scheu. Naja, sagte Käthe und schürzte die Lippen. Fehlt nichts am Namensschild? Rockefeller. Das finden viele vielleicht ungeahnt einladend. Ede zuckte hilflos die Schultern. Aber da kann ich ja noch nicht für, brauste Käthe auf. Nee, sagte Edemar, dafür ja nun nicht. Ich glaube, ich pack's dann auch mal. Er stand unsicher auf. Käthe stand überraschend dicht neben ihm und tätschelte ihm kumpelhaft den Arm. Ist ja auch nur nichts zu holen bei der alten Rottefeller-Schachtel, kicherte sie albern. Ede biss die Lippen zusammen und versuchte, sich zu fassen. Wissen Sie, Frau Rockefeller, ich dachte sowieso schon länger dran, umzusatteln, sagte er. Vielleicht ist das genau die richtige Zeit dafür. Vielen Dank für den wertvollen Anstoß. Käthe breitete pathetisch die dürren Ärmchen aus und plärrte. Och, dafür doch nicht, junger Mann. Ach ja, wollen Sie hinten raus über die Hecke, so wie Sie reingekommen sind? Sonst gibt es auch noch eine Tür zur Straße. Wird aber von Ihren Kollegen immer nur beim Gehen benutzt. Ede merkte gerade, wie sich hinter seiner Stirn eine Migräne zusammenbraute. Schon klar, brummelte er. Nichts für ungut, bitte. Aber nein, röhrte Käthe froh. Vielleicht können Sie unterwegs noch einen kleinen Bruch machen. Wir haben doch Glück. Müssen auch sehen, wo Sie bleiben. Ist ja ein angesehener Beruf, den Sie da haben. Ede machte ohne jeden weiteren Kommentar, dass er schnellstens vom Acker kam. Als er über die Hecke setzte, sah er im Augenwinkel an der offenen Terrassentür Käthe stehen, die freundlich hinter ihm herwinkte. Was für eine endpeinliche Pleite war das denn bitte? Fluchte er auf dem Weg zu seiner alten Karre, die er zwei Straßen weitergestellt hatte. Das darf nie jemand erfahren. Er fuhr los und fluchte immer noch, als sie kurz zuvor im Ring eine leuchtende Kelle zum Rechtsrand fahren zwang. Überall sprangen Polizisten rum und Ede brach schon gewohnheitsmäßig der Schweiß aus. Dann fiel ihm sein abendlicher Flop ein und er kriegte höchstens einen höchstverdächtigen Lachkrampf. Aber nein, er fuhr ja leer. Er hatte ja einen Schneider gemacht. Angestrengt seine Mimik ordnend, kugelte er die Scheibe herunter. Herr Wachtmeister, guten Abend, was kann ich so spät für Sie tun? Der Wachtmeister freute sich über die freundlichen Menschen und sagte, allgemeine Verkehrskontrolle, Ihre Papiere bitte. Haben wir gleich, sagte Ede und durchwühlte sich. Immer hektischer, klopfte sich ab, schüttelte seine Taschen, blickte hektisch im Fond des Wagens. Ist was? Fragte der Polizist mittlerweile etwas angenervt über diese Vorstellung. Ede sah ihn fassungslos an. Weg, sagte er und fühlte sich platt wie ein Linsenbrot. Wie? Weg, fragte der Polizist misstrauisch und leuchtete in den Wagen mit der Taschenlampe, um im Fond nach leeren Weinflaschen zu schauen. Ede ließ sich fassungslos ins Polster fallen, hob die Hände und sagte sehr dramatisch, weg! Es ist weg! Und dann lachte er los wie vom Schlag getroffen. Er wieherte, weg, geklaut! Er lachte gröhlend und die Tränen schossen ihm aus den Augen. Die alte Schachtel, die Rottefeller, die hat mich doch tatsächlich beklaut! Mich! Was für eine Schote! Ich fass es nicht! Der Kollege vom Polizisten kam näher. Günther, was gibt's? Er fragte misstrauisch und leuchtete ins Auto. Sein Kollege guckte ihn an, zuckte hilflos die Schulter und sagte, keine Ahnung. Ich habe nach den Papieren gefragt, da war noch alles ganz normal. Dann kriegte der einen Anfall und sagte, die Rockefellers hätten ihn beklaut. Ach wirklich, sagte der Kollege interessiert. Das ist schon der dritte der Monat auf dieser Strecke, der das behauptet hat. Und zu Ede sagte er streng, während er vorsichtig den Wagen ausleuchtete. Und Sie, nun endlich mit dem infantilen Gegacker auf. Motor aus, aussteigen, wir gehen jetzt mal pusten. Aber Ede konnte nicht pusten. Ede hatte gerade überhaupt keine Puste mehr. Ich muss hier raus. Ich muss hier weg. Tüdelü.